Guten Abend und herzlich willkommen zur ZIP2. Die ukrainische Armee vermeldet heute einen strategischen Erfolg. Krim im Visier. Raketen haben auf der von Russland besetzten Halbinsel das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte getroffen. Patient, Pflege. Die Caritas fordert eine Systemreform, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Zu Gast ist die Generalsekretärin der Caritas, Anna Parr. Eine Trennlinie vermisst der Rechnungshof zwischen öffentlichen Ressourcen und dem Social-Media-Auftritt von Politikern. Der ukrainische Präsident Zelensky ist auf Einkaufstour. In Amerika gestern, in den USA war er erfolgreich. Washington will jetzt offenbar doch auch Kurzstreckenraketen mit 300 Kilometer Reichweite in die Ukraine liefern. Heute versucht Zelensky in Kanada weitere Waffenlieferungen und Unterstützung zu bekommen. Allerdings kämpft Zelensky auch gegen eine beginnende Kriegsmüdigkeit bei einigen Verbündeten. Auf der Krim meldet Kiew heute eine Erfolgsmeldung. Ein Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte, den die ukrainische Armee für sich reklamiert. Es ist nicht viel zu erkennen, doch Kiew und Moskau bestätigen den Vorfall. Das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte soll getroffen worden sein, laut BBC mit einer von den Briten gelieferten Rakete. Ein wichtiger, vor allem auch symbolischer Erfolg. Kiew will zeigen, westliche Waffen sind wichtig, wir können damit attackieren. Das soll wohl auch Zelenskys Bit-Tour Nachdruck verleihen, nach den USA, jetzt in Kanada, gemeinsam mit seiner Frau. Ohne Wenn und Aber wolle man der Ukraine im Kampf gegen Russland zur Seite stehen, macht Premierminister Trudeau klar. In der Hauptstadt Ottawa ist Zelensky Gast im Parlament. Kanada hat die Ukraine seit dem russischen Einmarsch mit umgerechnet mehr als 6 Milliarden Euro unterstützt. Zwar nur ein Bruchteil der 88 Milliarden Dollar, die die USA in die Ukraine gepumpt haben, aber Zelensky braucht dringend jede Unterstützung. Denn in Washington hat sich bereits gezeigt, die Republikaner stehen bei den Ausgaben für die Ukraine schon auf der Bremse. Wir wollen Frieden, nicht den Krieg finanzieren. Der US-Milliardär Howard Buffett, der die Ukraine mit Milliardensummen unterstützt, diagnostiziert Kriegsmüdigkeit in den USA. Je näher die Präsidentenwahl kommt, desto größer wird der Druck der Republikaner, die Ukraine-Hilfen zu reduzieren oder ganz einzustellen. Kiew muss härter um Unterstützung kämpfen, sagt er. Das weiß auch Zelensky. Und er kämpft um weitere US-Steuermilliarden. Amerikanische Investitionen in ukrainische Sicherheit funktionieren zu 100%. Jeder Cent. Every Cent. Aber auch in Europa scheint die bedingungslose Unterstützung für die Ukraine langsam zu bröckeln. So hat der polnische Regierungschef für Aufregung gesorgt mit seiner Ankündigung, keine neuen Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Der polnische Präsident Duda musste beschwichtigen. Ein Missverständnis, sagt er. Auch wegen billigen Getreides ist Warschau im Clinch mit Kiew. Polen will weiterhin kein Getreide aus der Ukraine ins Land lassen, obwohl die EU das Embargo aufgehoben hat. Deshalb hat Kiew bei der Welthandelsorganisation geklagt, was die polnische Regierung noch mehr erzürnt. Aber die regierende rechte PiS-Partei ist im Wahlkampf, will mit der Ukraine offenbar von unangenehmen Themen wie dem Visaskandal ablenken. Weil sie sich dadurch Vorteile versprechen, fallen sie der Ukraine in den Rücken, wettert der Oppositionschef Donald Tusk. Auch in der Slowakei wird morgen in einer Woche gewählt. Ex-Premier Fico, der in den Umfragen führt, kritisiert die westlichen Sanktionen gegen Russland, will der Ukraine keine Waffen mehr liefern und Kiew zu Friedensverhandlungen zwingen. Damit kommt er der Stimmung in der Bevölkerung entgegen. Die Finanzausgleichsverhandlungen sind zäh. Erst gestern gab es ein erneutes Treffen des Gesundheitsministers mit den Landesgesundheitsreferentinnen und Referenten, um den Bereich Gesundheit und Pflege zu verhandeln. Einigung gab es keine. Und dabei ist gerade die Finanzierung eine große Herausforderung. Allein im Pflegebereich ist die Zahl der Pflegegeldbezieherinnen und Bezieher zuletzt gestiegen auf knapp 469.000. Und weil auch die Höhe des Pflegegeldes gestiegen ist, steigen auch die Ausgaben insgesamt. Gleichzeitig herrscht akute Personalnot, wie Regina Pöll berichtet. Wollen Sie sich aufs Bett setzen?
Ja, wenn es geht, ja. Vormittags im Pflegeheim St. Theresa in Wien-Donaustadt. Bewohnerin Brigitta F. bekommt Unterstützung. Seit Jänner ist die 79-Jährige im Caritas-Haus. Nach einer Operation an der Schulter ging es nicht mehr allein. Na ja, da habe ich schon eine Pflege, weil da habe ich, also, Sie haben es eh gesehen, also eine Tasche. Ne? Jetzt habe ich müssen 2 Monate so sitzen, weil ich nichts machen können. Jetzt haben sie müssen, klar, haben sie müssen schneiden, mir was, die Wäsche oder was, ich glaub, Bett habe ich nicht machen können. Kimberly Thalhammer ist eine der Pflegekräfte. Seit 9 Jahren ist sie in der Pflege tätig und rückt die Vorzüge des Berufs in den Mittelpunkt. Na, wir machen Ausflüge, ja. Wir verbringen mit den Bewohnern, wir feiern Feste. Ja. Also, es gibt auch so viele schöne Sachen. Und ich sage, ich mache den Beruf irrsinnig gerne. Und man muss da schon auch am Image arbeiten. Natürlich, wenn dann Krankenstände sind, keine sein, dass halt dann einmal ein bisschen Not am Mann ist. Ja. Not am Mann oder an der Frau in der Pflege, darauf verweisen Trägerorganisationen und Gewerkschaft heute erneut eindringlich. Einmal bei einer Pressekonferenz, einmal bei einer Demonstration vor dem Gesundheitsministerium. Wir haben noch mehr Mangel bei den Berufsgruppen, es sind noch mehr Betten gesperrt. Aus diesem Grund sind wir wieder hier, heute noch alleine mit dem Symbol dieser Streichholzschachtel. Hinter diesen abgebrannten Streichhölzern stehen in Wahrheit Menschen. Es sind in Wahrheit diese Menschen, die dann nämlich ausbrennen und die nicht mehr können und die dann den Job verlassen. Es ist völlig unverständlich, warum es diesen Fleckerlteppich in Österreich gibt. Einheitliche Qualitäts-, Versorgungs-, Finanzierungsstandards sind ein Gebot der Stunde. Die Caritas bezieht sich auf Studien, wonach bis 2030 75.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt werden, vor allem weil die Bevölkerung immer älter wird. Doch schon jetzt stehen viele Posten in der Pflege frei. Ende August waren es laut AMS fast 4.000, nämlich genau 3.956 Stellen. Vor 5 Jahren waren noch 1.426 und vor 10 Jahren sogar nur 513 unbesetzt. Der Gesundheitsminister betont, die Pflegereform aus dem Vorjahr werde Fortschritte bringen. Zuletzt ist sie noch ausgeweitet worden. Etwa die 24-Stunden-Betreuung wird nun stärker gefördert. Rauch nennt als weiteres Ziel des Bundes in den Verhandlungen mit den Ländern, jetzt den Finanzausgleich für die nächsten 5 Jahre abzusichern, was da gemacht worden ist. Das heißt, die Gehaltserhöhungen weiter zu fixieren im Entgeltgesetz, dann die Ausbildungszuschüsse auch zu fixieren für die nächsten 5 Jahre. Jedenfalls habe ich Vorsorge dafür getroffen, dass die Finanzmittel für eine angemessene Pflege in Österreich ausreichend zur Verfügung stehen. Zurück im Pflegehaus St. Theresa. Frau F. fühlt sich bestens betreut, sagt aber gleichzeitig: Ich möchte es nicht machen, wenn ich ehrlich bin. Weil? Nein, das werden sie gehört und das und das. Da waren voll, müssen da waren die Windeln wechseln, sie haben Angestellten gehört und mir anerkannt. Weil es ist nicht leicht. Schwieriger Job. Schwierig. Ich möchte es nicht machen. Wenn ich ehrlich bin, nein, das ist sehr hart. Ich würde sagen, es geht schon noch was. Also wir haben auch eine Verantwortung, ja, und wir haben eine Verantwortung über Menschen und das könnte man schon auch natürlich noch besser entlohnen, sage ich mal. Die Pflege in Österreich, nach Ansicht der Anbieter und der Pflegebedürftigen, ist sie selbst pflegebedürftig. Im Studio begrüße ich jetzt die Generalsekretärin der Caritas Österreich, Anna Paar. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Frau Paar, die Pflege selbst ein Pflegefall. Müssen pflegebedürftige Menschen in Österreich in den kommenden Jahren die Befürchtung haben, nicht mehr ausreichend versorgt zu werden? Wir wissen aus eigenen Umfragen, dass diese Sorge bei den Menschen steigt und steigt. Nämlich dann, wenn sie selber mal Pflege und Betreuung brauchen, wenn sie mal selber älter sind, ob die dann auch wirklich in der Form da ist. Wir haben heute ein Paket auf den Tisch gelegt als Caritas, weil wir der Meinung sind, dass die bisherigen Schritte der Pflegereform sehr wichtig waren. Das waren auch die richtigen Schritte. Ich möchte auch wirklich sagen, diese Bundesregierung ist wirklich vom Reden ins Tun gekommen und ist diese Reform angegangen. Das verdient auch Wertschätzung. Aber wir sind auch überzeugt davon, das reicht nicht aus, wenn wir hier an eine langfristige Absicherung des Pflege- und Sozialsystems denken. Müssen die Betroffenen also zu Recht sich Sorgen machen? Im Beitrag ist ja genannt worden, wie viele Arbeitsplätze im Moment frei sind. Und ich möchte das gerne ein bisschen in ein gerades Licht rücken, weil es
der Grund liegt nicht darin, dass es so wenig Menschen gibt, die sich für diese Pflege- und Sozialbetreuungsberufe interessieren. Ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Es haben noch nie so viele Menschen in diesem Bereich gearbeitet. Es sind 127.000 Menschen. Warum ist die Situation jetzt eine enge geworden? Wir haben eigentlich externe Faktoren. Das eine ist, wir haben eine sehr starke demografische Entwicklung. Das heißt, allein aus der entsteht ein Mehrbedarf an Pflegepersonen und an Angeboten. Und wir wissen, dass bis zum Jahr 2030 ein Drittel aller Pflegepersonen in Pension gehen wird. Alle diese Posten müssen nachbesetzt werden. Deshalb ist die Ausbildungsoffensive auch so ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, der dringend ausgebaut werden muss. Aber kann man 75.000 Menschen in den kommenden Jahren so einfach ausbilden, selbst wenn man das aufstocken würde? Reicht das? Kommt man dann auf die 75.000? Das wissen wir nicht. Ich kann nur sagen, Schritt für Schritt müssen wir diesen Weg gehen. Ich habe erwähnt, es gibt eine sehr hohe Nachfrage. Es ist erschütternd, wenn wir diese jungen Menschen eigentlich abweisen müssen, weil jetzt zu wenig Plätze da sind. Das heißt, es wäre höchst... Aber was heißt zu wenig Plätze? Es gibt ja 4.000 offene Stellen. Nein, zu wenig Ausbildungsplätze, meinte ich. Es gibt Klassen, die voll sind. Es müsste hier sehr viel schneller gehen, zusätzliche Ausbildungsklassen beispielsweise anzubieten. Die Nachfrage ist da, die Plätze sind zu wenig und teilweise auch die Pädagogen. Jetzt ist die Ausbildung das eine. Sie sagen, es drängen sehr viele in den Beruf. Aber warum gibt es dann trotzdem 4.000 freie Stellen? Kann man da die Personen, die in dem Beruf arbeiten, nicht halten? Ich würde sagen, das hat zwei Aspekte. Diese Ausbildungsoffensive ist erst vor kurzem gekommen. Wir sehen, dass das wirkt. Es bekommen ja die Menschen, die sich ausbilden lassen wollen, jetzt auch eine monatliche finanzielle Unterstützung. Ohne die hätten die wahrscheinlich mit der Ausbildung gar nicht begonnen. Aber eine Ausbildung ist nicht von heute auf morgen erledigt. Das sind Ausbildungen, die 1, 2, manchmal 3 Jahre dauern. Das heißt, es wird eine Weile dauern, bis diese Menschen auch auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das zweite ist, wie lang bleiben denn Menschen in diesem Beruf? Und da komme ich zu einer wichtigen Forderung, die wir heute auch gestellt haben. Wir müssen uns wirklich, wir haben es Pflegekraftpaket genannt, wir müssen uns mit den organisatorischen Rahmenbedingungen genauso stark auseinandersetzen wie mit der Ausbildung neuer Mitarbeiter für Pflege und Sozialbetreuung. Wir müssen schauen, dass Menschen lange in diesen Berufen bleiben. Während Corona gab es eine sehr hohe Anstrengung aller Menschen, da gab es höhere Dropout-Quoten und wir wissen genau, wo wir ansetzen müssen, dass das organisatorische Umfeld auch im Alltag ein besseres wird. Auch Sie bei der Caritas beschäftigen Pflegekräfte. Warum schafft man es dann nicht, die Personen in diesem Beruf zu halten? Nun, wir haben hier... Wir haben ja in Österreich nicht ein Pflegesystem. Wir haben 9 verschiedene Pflegesysteme. Wir finden in jedem Bundesland komplett unterschiedliche Rahmenbedingungen vor. Die Bundesländer sind die, die die Qualitätsvorgaben machen, auch die Personalschlüssel festlegen beispielsweise. Und wir wissen, und das hat auch der Rechnungshof im Jahr 2020 bestätigt, wie unterschiedlich beispielsweise die Personalschlüssel sind. Es gibt Bundesländer, wo der Personalschlüssel so niedrig angesetzt ist, dass ein Arbeiten, das auch ausreichend Zeit hat für den Menschen, für den man eigentlich da ist und was man gelernt hat, auch einsetzen möchte, dass das einfach nicht ausreicht. Deshalb setzen wir uns sehr ein und appellieren hier auch wirklich an die Politik. Erstens, die Reform fortzuschreiben, und zwar nicht nur die bestehenden Maßnahmen, so wie es der Bundesminister jetzt benannt hat, durchzufinanzieren. Das ist wichtig, dass das passiert. Aber es braucht viel mehr, wenn wir wirklich eine Pflegekrise verhindern wollen. Es braucht aus unserer Sicht auch mehr Mittel im Pflegefonds, um diese Gesamtreform, nämlich eine Systemreform anzugehen und nicht bei Einzelmaßnahmen zu bleiben, die an der Oberfläche sind. Jetzt hat es eben wieder eine weitere Verhandlungsrunde im Finanzausgleich zwischen Gesundheitsminister und Landesgesundheitsreferentinnen und Referenten gegeben. Einigung gab es aber keine. Das Motto, das der Gesundheitsminister ausgerufen hat, ist ja Geld gegen Reformen. Wissen Sie, woran es da hakt? Es war, so wie es im Beitrag vorhin ja gezeigt wurde, insbesondere vom Gesundheitsbereich die Rede. Ich sitze heute hier für den Langzeitpflegebereich, sei es im stationären Bereich oder auch im mobilen Bereich. Aber auch das ist ja Thema bei den Finanzausgleichsverhandlungen. Das ist Thema bei den Finanzausgleichsverhandlungen, da haben Sie recht. Es liegt ein erstes Angebot des Bundes auch am Tisch, dem Pflegefonds weiter aufzustocken, sogar zu verdoppeln auf 1 Milliarde Euro pro Jahr. Das klingt nach sehr viel Geld. Es ist de facto aber eine Finanzierung der bereits gesetzten Maßnahmen. Wie ich erwähnt habe, das ist wichtig, aber es fehlt das Geld für weitere zusätzliche Reformen. Ein anderes Thema ist eben auch
die Rekrutierung im Ausland. Auch da sagt der Gesundheitsminister, er möchte sich im Ausland umschauen, um eben den enormen Personalmangel in Österreich gerecht zu werden. Kann denn das so auf die Schnelle passieren, wenn wir uns jetzt wieder an diese Zahl 75.000 erinnern? Schafft man das? Es wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir uns auch in Österreich ganz konkrete Gedanken machen müssen, wie es gelingen kann, Menschen, die im Ausland eine Pflegeausbildung absolviert haben, nach Österreich zu bekommen und sie hier wirklich willkommen zu heißen und ihre Ausbildung auch entsprechend anzuerkennen. Man nennt das im Fachbegriff Nostrifikation. Jeder muss sozusagen in Österreich seine Ausbildung nostrifizieren, anerkennen lassen und erst dann kann er überhaupt anfangen zu arbeiten. Da braucht es dringend auch Verbesserungen, Beschleunigungen. Viele Menschen sind hier monatelang in einer Warteposition, bevor sie überhaupt anfangen können zu arbeiten in einem Beruf, in dem sie im anderen Land, im Herkunftsland schon lange gearbeitet haben. Aber interessieren sich überhaupt genug ausländische Arbeitskräfte, ausländische Pflegekräfte um einen Platz in Österreich? Wir haben jetzt schon in Österreich sehr viele Menschen, die ihre Ausbildung woanders absolviert haben, die hier in Österreich leben und in ihrem Beruf arbeiten wollen, ja. Was wir in Österreich derzeit nicht haben, wir haben keine Strategie. Wie wollen wir das eigentlich angehen? Nämlich konzertiert gemeinsam im Ausland bestimmte Schulen oder auch bestimmte Länder nach bestimmten Kriterien anzusprechen. Da fehlt eine österreichweite Strategie. Was derzeit passiert ist, dass einzelne Bundesländer, einzelne Trägerorganisationen hier Kontaktaufnahmen haben. Was wir nicht haben, ist eine Strategie. Wir wissen eigentlich nicht genau, wie das koordiniert werden soll. Wir setzen uns da dafür ein, dass es eine zentrale Informations-, zumindest Aufbereitungsstelle braucht, im besseren Fall Koordinierungsstelle und selbstverständlich ein Willkommenszentrum. Ja. Wenn Menschen zu uns kommen, müssen wir uns ja freuen, dass sie hier sind, hier leben wollen, hier arbeiten wollen. Und das braucht Begleitung. Sagt Anna Paar, das Gespräch haben wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet. Der Rechnungshof nimmt die Social-Media-Auftritte von Regierungspolitikern ins Visier. In einem Rohbericht über den Profil Online zuerst berichtete, kritisiert der Rechnungshof, dass es auf den Social-Media-Seiten mehrerer Politiker keine klare Trennung zwischen Amt und Partei gebe. Öffentliche Ressourcen, vor allem Personal, würden für die Betreuung von Parteiseiten eingesetzt. Für den Rechnungshof eine problematische Vermischung und möglicherweise auch eine verbotene Parteispende. Bundeskanzler Karl Nehammer feiert auf seiner Facebook-Seite die steuerliche Entlastung der Bevölkerung. Weiter unten tut das der ÖVP-Chef Karl Nehammer. Beides auf einer Facebook-Seite, deren Medieninhaberin die ÖVP ist. Nicht anders auf der Seite des grünen Vizekanzlers Werner Kogler. Einmal tritt er als Parteichef auf, dann wieder als Vizekanzler. Eine problematische Vermischung der Sphären von Partei und Amt, wie der Rechnungshof in einem bisher unveröffentlichten Rohbericht feststellt, der ZIP 2 vorliegt. Unter die Lupe genommen wurden neben den Social-Media-Seiten von Nehammer und Kogler auch die von Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, Oberösterreichs FPÖ-Landeshauptmann Vize Manfred Heimbuchner und des Wiener Neos-Stadtrats Christoph Wiederkehr. Wenn Mitarbeiterinnen der Ministerbüros die Parteiseiten mitbetreuen, fallen Kosten an. Laut Rechnungshof waren das im ersten Halbjahr 2022 im Bundeskanzleramt rund 25.000 Euro, im Kultur- und Sportministerium knapp 29.000 Euro, bei Landeshauptmann Doskozil knapp 20.000 Euro und beim Wiener Stadtrat Wiederkehr rund 35.000 Euro. Nur beim oberösterreichischen Landeshauptmann Vize Heimbuchner fielen laut Rechnungshof keine Kosten an. Der Rechnungshof kritisiert auch, dass anhand der Postings und Veröffentlichungen nicht ersichtlich war, ob die jeweiligen Inhalte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der überprüften Stellen und somit Ressourcen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von der jeweiligen Partei erstellt, bearbeitet bzw. veröffentlicht wurden. Laut Rechnungshof verschafft der Einsatz von Personal und anderen öffentlichen Ressourcen Regierungsmitgliedern einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern. Wir haben diese Debatte in Wirklichkeit, seitdem Werner Faymann damals auf Facebook gegangen ist, wo sich die Frage stellt,
inwieweit profitiert ein Politiker, eine Partei davon, dass sie quasi das Kabinett rund um sich nutzt, um auf Facebook präsent zu sein. Und bis heute hat es die österreichische Politik nicht geschafft, hier eine in meinen Augen wirklich saubere und vor allem transparente Lösung zu finden. Die fehlende Trennung von Partei und Amt könnte laut Rechnungshof aber auch eine unzulässige Parteispende darstellen. Noch gibt es dazu keine Rechtsprechung. Klären müsste das der unabhängige Parteien- und Transparenzsenat im Bundeskanzleramt, der Geldbußen verhängen kann. In einem ähnlich gelagerten Fall hat er die FPÖ bereits verurteilt. Der damalige Innenminister Kickl hatte auf seiner Facebook-Seite ein Gewinnspiel zum FPÖ-Neujahrstreffen beworben. Für den Senat damals eine unzulässige Spende des Ministeriums an die Partei. Die Kritisierten halten die Kritik großteils für unberechtigt. Bundeskanzleramt sowie Kultur- und Sportministerium sagen, dass sie nach inhaltlichen Kriterien trennen. Welcher Mitarbeiter was macht? Amtsangelegenheiten vom Kabinett, Parteiangelegenheiten von Parteimitarbeitern. NEOS fordern eine bundesweite klare Regelung, was geht und was nicht. Monsieur Olaf Scholz, Chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Eine Möglichkeit, Partei und Amt klarer zu trennen, zeigt ein Blick ins Ausland. So hat der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz auf Instagram einen persönlichen Account und einen als Kanzler. Auch in den USA etwa gibt es auf der Kurznachrichtenplattform X einen staatlich betriebenen Account des US-Präsidenten, der nach der Amtszeit archiviert wird. Eine Trennung von amtlichen und parteipolitischen Accounts hält auch der Rechnungshof für eine bessere Lösung. Einer der Geprüften hat das bereits vollzogen. Seit März diesen Jahres hat Hans-Peter Doskozil eine amtliche und eine Partei-Facebook-Seite. In Österreich sind etwa 17% aller Hauptwohnsitze Genossenschaftswohnungen. Oft sind die Mieten niedriger als auf dem freien Markt, weil die Wohnungen von einer gemeinnützigen Bauvereinigung vermietet werden. Doch gerade bei Genossenschaftswohnungen sind in den vergangenen Monaten die Mieten in die Höhe geschossen, teils um bis zu 50%. Vor allem bei der Arbeiterkammer Niederösterreich häufen sich deshalb die Beschwerden. Gekommen, um zu bleiben. Tamara und Christian Hödel wohnen mit ihren beiden Kindern seit November 2022 in einem Genossenschaftsbau in Klosterneuburg. Ganz bewusst haben sie sich für eine Wohnung mit Kaufoption entschieden. Ihre Zukunft soll hier sein. Die neue Küche ist bereits eingebaut. 2 Monate nach Einzug gab es aber eine unangenehme Überraschung. Anfang Dezember ist dann eben der Brief für die Mieterhöhung gekommen. Und die hat dann circa, also um die 30% war die. Und sie hat eigentlich uns und den Nachbarn, die in dieser Anlage wohnen, die Schuhe ausgezogen. Und wir haben halt gleich reagiert und die Genossenschaft oder Gesellschaft angerufen und nachgefragt, ob das irgendein Rechenfehler ist oder wieso das zustande kommt. Und da hat es geheißen, es ist auf dem Leitzins zurückzuführen. Der gestiegene Leitzins verteuert Kredite, vor allem variabel verzinste. Und weil viele Genossenschaften einen hohen Anteil an variablen Zinsen haben, schlägt sich das direkt auf die Mieten der Bewohnerinnen und Bewohner nieder. Die Arbeiterkammer Niederösterreich sieht die Banken und Genossenschaften in der Pflicht. Die Mieter haben keine Möglichkeit, mit der Bank in Kontakt zu treten, weil sie nicht der Kunde sind, sondern die Genossenschaften. Und wenn die Banken sagen, sie sind sehr freundlich dem Kreditnehmer gegenüber, na dann glaube ich erst recht bei diesem Volumen, was Genossenschaften haben, dass die Genossenschaften die Verhandlungen führen, um die Mieter zu entlasten. Beim Verband der gemeinnützigen Bauvereinigungen kann man den Frust mancher Mieter verstehen. Ja, selbstverständlich ist das nachzuvollziehen und unsere gemeinnützigen Wohnbauträger sind Land ein, Land aus überall unterwegs, um hier auch in Verhandlungen mit den Banken Erfolge zu erzielen. Aber eines muss man schon wissen, es hat halt niemand was zu verschenken. Oft bleibe Genossenschaften aber keine Wahl. Bei Genossenschaftswohnungen mit Kaufoption seien die Genossenschaften gezwungen, variabel zu verzinsen. Überall dort, wo das die Absicht ist, ist eine Fixzinsfinanzierung leider nicht möglich, weil der Mieter, wenn er im Eigentum übernimmt, nicht unsere Finanzierung übernehmen kann. Da sagen uns die Banken Bonität, Volumen und. Begrenzte Handlungsmöglichkeiten für Herr und Frau Hödel, die sich im Stich gelassen fühlen. Da ist man momentan recht alternativlos und ist man Beifahrer. Und kann man eigentlich nur hoffen, dass die Regierung oder weiß nicht, welche Mittel es noch gibt, da irgendwie reagiert. Der von der Regierung geplante Mietpreisdeckel könnte helfen.
Im Moment ist eine Zweidrittelmehrheit für den Entwurf aber unwahrscheinlich. ÖVP und Grüne kündigen an, über eine neue Fassung zu verhandeln. Wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen vom Tag. Syriens Machthaber Bashar al-Assad gewinnt einen wichtigen Verbündeten, Chinas Präsident Xi Jinping. Bei einem Treffen beschlossen beide eine strategische Partnerschaft ihrer Länder. Offenbar geht es um Finanzierungshilfen zum Wiederaufbau seines Landes. Seit mehr als 12 Jahren wütet in Syrien ein Bürgerkrieg. Assad kontrolliert 2/3 des Landes. Der frühere italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Der ehemalige Kommunist war von 2006 bis 2015 Italiens Staatschef. Er war der erste Präsident in der italienischen Nachkriegsgeschichte, der wiedergewählt wurde. International genoss Napolitano ein hohes Ansehen. ÖOC-Präsident Karl Stoß wurde bei der Hauptversammlung des österreichischen Olympischen Komitees mit 34 Stimmen zu 11 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen wiedergewählt. 11 Vorstandsmitglieder erhielten die erforderliche einfache Mehrheit. Überschattet wird die Wahl von Justizermittlungen, unter anderem wegen Immobilienkäufen. Das Plagiatsverfahren gegen ÖVP-Frauen- und Medienministerin Susanne Raab ist eingestellt. Die Universität Innsbruck hatte nach den Vorwürfen Raabs Magister- und Doktortitel durch einen externen Gutachter überprüfen lassen. Das Ergebnis: kein Plagiat. Die Affäre um einen vermutlich profitablen Kauf eines Kleingartens durch den SPÖ-Bezirksvorsteher in Wien-Donaustadt weitet sich aus. 3 Wiener SPÖ-Politikerinnen sollen sich ebenfalls vor der Umwidmung je einen Kleingarten gekauft und danach profitiert haben. Es wurde Anzeige eingebracht. Der Lokalpolitiker bestreitet den Vorwurf des Insiderwissens. Der September war bisher ungewöhnlich warm. Sommerliche 29 Grad wurden heute noch in Wien erreicht. Damit ist morgen aber Schluss. Zum astronomischen Herbstbeginn kühlt es auch im Osten ab. Eine Kaltfront überquert bis morgen früh den gesamten Alpenraum. Und das Wochenende wird damit auch in der Osthälfte Österreichs deutlich kühler als zuletzt. Viele Wolken und zeitweise Regen bringt der morgige Samstag. Die wenigsten Schauer gibt es wahrscheinlich im Norden und Osten. Es wird lebhafter und kühler Westwind. Am Sonntag klingt der Regen ab und die Wolken lockern auf. Es bleibt aber mit Nordwind recht kühl. Freundlich und wärmer wird's zu Wochenbeginn. Von allen, die Wirtreise dabei sind, darf ich mich jetzt verabschieden. Liebe Grüße aus Wien. Hier in ORF 2 zeigt Universum History nun die verblüffende Geschichte einer Pionierin. Die Italienerin Anna Morandi erschuf bereits in der Zeit der Aufklärung anatomisch korrekte Wachsmodelle, revolutionierte damit die Ausbildung von Ärzten und widersetzte sich alten Geschlechterrollen. Ihre Werke wurden bis an den Hof von Katharina der Großen verkauft. Ein Dokudrama über die sogenannte Königin der Leichen jetzt in ORF 2. Die ZIB3 zieht heute Bilanz über die ersten 100 Tage der schwarz-blauen Koalition in Salzburg. Zu Gast in der Sendung ist der Politikwissenschaftler Erik Miklin ab 23.55 Uhr in ORF 1. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Auf Wiedersehen.